Kloster Hornbach liegt im Landkreis Südwestpfalz im Dreieck zwischen den Städten Pirmasens, Zweibrücken und der französischen Grenze. Die ehemalige Benediktinerabtei beherbergt heute ein vornehmes Hotel. Gegründet wurde Kloster Hornbach im 8. Jahrhundert durch den heiligen Pirminius, den Namensgeber der Stadt Pirmasens, einen angloirischen Missionar, der unter anderem auch das Kloster Reichenau gründete. Im Klostergelände findet sich noch die Grabkapelle des Heiligen, wenngleich seine Gebeine mittlerweile in Innsbruck beigesetzt sind. Und der Bereich um den früheren Kreuzgang ist heute Außenanlage des Hotels und bietet den Gästen Entspannung mit Blick auf die Pirminiuskapelle. Die ehemalige Klosterkirche ist heute evangelische Pfarrkirche. Ihre Innenausstattung ist daher protestantisch schlicht und streng. Der wenn auch schlichte Barock weist uns darauf hin, dass sich Kloster Hornbach an der Barockstraße Saarpfalz befindet, einer Tourismusroute, die durch die Westpfalz und das angrenzende Saarland führt und uns vielfach unbekannte Kostbarkeiten näher bringt. Ein Wort noch an dieser Stelle zur Person des heiligen Pirmin. Er wirkte um das Jahr 720 bis zu seinem Tod als Organisator der alemannischen Kirche. Er starb gegen 754 in Hornbach. Alle Bereiche und Gebäude des noch vor Jahrzehnten relativ heruntergekommenen Klosterkomplexes sind mittlerweile aufwendig saniert, beziehungsweise die Arbeiten dazu sind noch im Gange. So gewinnt man einen Eindruck von einer der bedeutendsten Klosteranlagen des Mittelalters. Thank you.
schämst du mich. Ja, dachte ich so. Ja. Thank you.